Mann, was mache ich nur mit diesem Ulrich von Hutten? Ist ja schön, dass er in mir einen göttlichen Gesandten sieht, der die deutsche Nation vom päpstlichen Joch befreien soll. Aber der Kerl redet ständig vom Krieg. Von einem Pfaffenkrieg. Klar, der Mann ist Ritter. Der möchte für das Evangelium in die Schlacht ziehen. Aber ich will nicht, dass mit Gewalt und Blutvergießen für das Evangelium gestritten wird. Liebe gewinnt man nicht mit Hass. Wir müssen die besseren Argumente haben, die größere Überzeugungskraft, den stärkeren inneren Frieden und die Bibel auf unserer Seite. Nur dann können wir gewinnen. Wenn Menschen spüren, in denen lebt eine besondere Wahrheit. Es geht nur friedlich. Bis dahin, Gott mit dir und lang lebe die Reformation!